Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Raffaela und ich zeige dir heute, wie du diese Federtasche nähen kannst und das innen ohne sichtbare Nähte. Was du dazu brauchst und wie es geht, verrate ich dir jetzt in meinem Video. Als erstes benötigst du einen Stoff deiner Wahl und dazu noch einen farblich passenden Futterstoff für die Innenseite der Federtasche. Ich habe zum Verstärken nun noch ein wenig Bügelvlies verwendet und dann benötigst du noch einen Reißverschluss in der Länge, die die Federtasche später haben soll. So sieht das grundlegende Schnittmuster aus. Ich habe diese Maße hier genommen. Du kannst gerne auf Pause drücken und dir diese abzeichnen. Du kannst aber auch dem Link in meiner Infobox folgen und das Schnittmuster einfach herunterladen. Dann beginne ich mit dem Bügelvlies. Hier muss ich mich nicht nach den Nahtzugaben richten und deshalb benutze ich nun eine Schneiderkreide, die gut sichtbar ist, in dem Fall jetzt blau, und zeichne einfach an den Linien einmal entlang. Wenn ich das dann übertragen habe, kann ich es einfach ausschneiden. Dann habe ich mein Bügeleisen auf die höchste Stufe, also auf Baumwolle, gestellt. Und nun lege ich mein Bügelvlies auf den bedruckten Außenstoff und schneide nun mit einem Zentimeter Nahtzugabe an dem Bügelvlies entlang. Dann benötige ich noch ein paar Teile für die Schlaufen, die später an der Seite der Federtasche angebracht werden sollen. Dazu richte ich mich jetzt nach meinem Schnittmuster 3x4 cm. Das zeichne ich mir jetzt auch auf dem Bügelvlies auf. Schneide dann die perfekte Größe zurecht und übertrage das dann wieder mit dem Bügeleisen auf den Baumwollstoff. Vorsicht dabei, dass ihr nicht zu lange auf dem Bügelvlies selber bügelt, denn sonst kann das ganz schnell stinken und verbrennen. Das sind dann also die Teile für die Schlaufen. Nun schneide ich mir noch meinen Futterstoff zurecht. Auch hier muss ich wieder auf die Nahtzugaben achten. Aber ich kann mir die korrekten Linien erstmal mit einer weißen Schneiderkreide diesmal auf dem Stoff anzeichnen. Anschließend wird der Schnitt dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe ausgeschnitten. Nun habe ich zwei perfekt passende Teile und die versiegel ich jetzt nun erstmal an den gut erreichbaren Kanten sozusagen. Das könnt ihr einmal mit einem Zickzackstich an der normalen Nähmaschine machen oder wenn ihr eine Overlockmaschine habt wie ich, könnt ihr das auch mit einem Overlockstich machen. Dieser sieht dann in dem Fall so bei mir aus. Und nun kann ich damit beginnen, den Reißverschluss einzunähen. Dafür lege ich ihn verkehrt herum an die Kante an und fixiere das mit Nadeln erstmal auf der einen Seite des Stoffes und dann nehme ich mir den Futterstoff, der kommt nämlich oben drauf, wie bei einem Sandwich. Und dadurch, dass ich mir nun die 1 cm Nahtzugabe angezeichnet habe, kann ich nun mit einem farblich passenden Faden den Reißverschluss auf der ersten Seite annähen. Dann nochmal von der Oberseite gegen fixieren. Bei der Nähmaschine natürlich das Verriegeln am Anfang und am Ende nicht vergessen. Und dann habt ihr diese schöne Naht hier und das, was wir auf der einen Seite gemacht haben, müssen wir jetzt natürlich auch auf der anderen Seite machen und dazu stecke ich mir wieder den Reißverschluss erst auf dem einen Stoff fest, drehe das dann und stecke mir dann zusätzlich noch den Futterstoff fest. Und nähe dann auch wieder mit einem Geradstich gegen. Nun ist der Reißverschluss perfekt eingenäht. Ihr könnt nochmal die Probe machen, ob sich alles gut auf- und zumachen lässt. Und sollte das der Fall sein, dann wende ich mir das Ganze nochmal auf links, sodass ich Anfang und Ende der Federtasche habe. Hier sollen jetzt nämlich noch die beiden Schlaufen angebracht werden, damit das Öffnen später einfacher geht. Und dazu schlage ich die beiden Kanten um und nähe die dann mit einem Geradstich ab. So wie hier zu sehen. Und diese beiden Schlaufen sollen nun an die Kanten angenäht werden. Dazu schlage ich die mir einmal um. Zeichne mir dann die 1 cm Nahtzugabe an, damit die dann auch die richtige Länge haben. Fixiere dann wieder mit Nadeln, damit es beim Nähen einfacher ist. Und nähe mit einem Geradstich an der Kante entlang. Das gleiche machen wir natürlich auch auf der anderen Seite, damit wir die Mitte perfekt treffen. Falte ich das einmal in der Mitte, zeichne wieder die Nahtzugabe an und fixiere das dann wieder mit Nadeln. Dann kommt wieder der Geradstich
Nun kümmern wir uns um die anderen offenen Kanten der Federtasche. Die schlage ich mir nun übereinander, sodass Futterstoff und Außenstoff aufeinander genäht werden können und gleichzeitig die Ecke gut geschlossen wird. Das mache ich dann nun auch mit der zweiten und der dritten Ecke. So dass wir dann am Ende drei verschlossene Ecken haben, die ich dann wieder gleich mit einem Zickzackstich oder mit einem Overlockstich versiegle, damit nichts ausfransen kann. Nun haben wir noch eine einzige offene Ecke. Das soll dann später auch die Wendeöffnung sein. Allerdings möchte ich jetzt erstmal den Außenstoff schließen und dazu nehme ich mir diesmal nur die Außenseite, die ich feststecke und nähe das dann erst von der einen Seite und dann nochmal von der anderen Seite zu, weil ja in der Mitte noch der Futterstoff ist. Versuche das dann vorsichtig so ein bisschen zu verriegeln, so wie hier zu sehen. Und jetzt ist nur noch ein einziges Loch im Futterstoff zu sehen. Dadurch wende ich dann die ganze Federtasche. Also einmal alles, was innen ist, nach außen drehen. Und nun gilt es nur noch, dieses Loch hier zu schließen. Und da ich da ja immer so penibel bin, versiegel ich das auch nochmal mit einem Zickzack oder einem Overlockstich. Und nun ist ein bisschen Handarbeit gefragt. Das ist auch nicht so ganz meine Lieblingsaufgabe. Sieht aber schöner aus, aber ihr könntet es natürlich auch einfach hier mit einem Geradstich verschließen. Bei meiner Variante benutze ich jetzt aber einen Matratzenstich. Und zwar steche ich dazu einmal in die linke und dann wieder in die rechte Seite oder andersherum. Und dadurch sieht man dann am Ende nicht, dass die Öffnung nachträglich von außen verschlossen wurde. Am Ende das Verknoten nicht vergessen und ich ziehe dann den Faden einfach nochmal unten durch die Naht, damit sich da nichts auflösen kann. Und ihr seht schon, das ist sauber verschlossen und man sieht nicht, dass das hier nachträglich zugemacht wurde. Nun fehlt noch dieses winzige Detail an meinem Reißverschluss. Dazu habe ich mir nun ein bisschen Stoff zurechtgebügelt, den ich nun erstmal oben und unten umschlage und mit einem Geradstich versehe. Dann knicke ich das Ganze nochmal in der Mitte und nähe das an der Seite zusammen. Und so kann ich das jetzt durch meine Schlaufe ziehen. Das wird bei eurem Reißverschluss eventuell gar nicht nötig sein. Aber hier passt es jetzt farblich perfekt und ich kann den Reißverschluss sehr gut auf- und zumachen. Solltet ihr die Federtasche verschenken oder für eure Kinder befüllen, dann schaut doch einfach mal, wie viel da jetzt reinpasst. Bei mir war das eine ganze Menge und so konnte ich das dann gleich als Geschenk verschicken. Natürlich könnt ihr die Federtasche auch in anderen Varianten mit anderen Stoffen nähen und so wird daraus ganz einfach eine Schminktasche oder Kosmetiktasche. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt und vielleicht auch einen Daumen nach oben. Ein Kommentar kannst du mir natürlich auch gern da lassen, solltest du noch Fragen haben. Und wenn du jetzt noch Lust hast auf weitere Do-it-yourself-Ideen, dann schau doch mein letztes Video. Dort zeige ich dir, wie du eine transparente Schminktasche nähen kannst. Oder nähe dir einen Tonbeutel nach meinem Tonbeutel-Video. Das würde dann vielleicht auch ganz gut zur Federtasche passen. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.